So, und weiter geht's. Ich musste gerade leider feststellen, dass sich die Aufnahme wieder selbst beendet hat und es nicht gespeichert worden ist. Dabei habe ich leider festgestellt, dass der alte oder der bisherige Plan einfach jetzt hier noch ein paar Sumpfhaie mitzunehmen leider nicht funktioniert, da wir leider keinerlei Schaden anrichten bei diesen. Deswegen gehe ich diesen dann doch noch aus dem Weg, so gern ich es jetzt auch gegen sie vorgegangen wäre. Leider geht es im Moment nicht. So. Hier vorne haben wir ein bisschen was. Einheilkraut. Das ist, glaube ich, auch das Richtige. Haben wir hier. Da haben wir ein Heilkraut und hier haben wir auch ein Heilkraut. Dann haben wir doch jetzt, glaube ich, alles, was wir haben wollen, oder? Genau. Fünf von den vierblättrigen. Oder vier und viermal vierblättrigen. Zweimal vierblättrig. Dreimal vierblättrigen. Und leider keine Sumpfeihe. Was ich sehr schade finde. Naja. Lässt sich jetzt leider nicht ändern. Ich hatte eben schon gesagt, als die Aufnahme nicht lief, dass wir dann jetzt wahrscheinlich dann doch die Lernpunkte nochmal in Stärke investieren, damit wir einfach noch erstmal noch besser oder überhaupt Schaden gegen die Sumpfhaie machen, was wir aktuell nicht tun. Und dann auch in naja, mehr oder weniger ferner Zukunft auch die Königin der Minecrawler besiegen, für die es auch nochmal einen guten Batzen Erfahrung geben wird. Und dann, wenn wir dann nochmal Erfahrungspunkte haben oder Lernpunkte haben in ausreichender Menge, dass wir das dann einfach in Akrobatik investieren und unsere Bogenfertigkeiten. Gegen den Bogen habe ich mich jetzt einfach entschieden, weil wir den doch eher selten benutzen. Gegen die Bluthunde ist er natürlich sehr effektiv gewesen. Aber jetzt im dem Verlauf kämpfen wir ja dann doch eher gegen Orks. Dieser Schluss liegt auf jeden Fall nahe. Und ja, wahrscheinlich kämpfen wir dann auch nochmal gegen den guten Korkalom, unseren liebenswürdigen Freund. Ich weiß gar nicht, wie es dazu kommen kann, dass er sich gegen uns wendet. Wahrscheinlich kann man ihn einfach gut umstimmen und gut mit ihm reden, gut zureden, dass das dann alles. Ach, was mache ich denn? Soweit sind wir noch nicht. Wir müssen ja noch mit dem Iberion reden. Das war ich schon ganz in Gedanken. Mein Fehler. Wir müssen natürlich erst zum Iberion und dann ging es dann jetzt ins neue Lager wieder. Nun gut. Zum Glück sind wir ja noch nicht ganz so weit gelaufen. Dafür wäre es natürlich gut für solche Fälle eben Akrobatik zu lernen, aber naja, man hat nicht unbegrenzt Erfahrungspunkte und es fühlt sich dann so ein bisschen an wie Verschwendung, wenn man die dann für sowas Triviales wie eine Akrobatik ausgibt, wo man im Endeffekt einfach nur ein bisschen schneller unterwegs ist. Naja, sprechen wir mal mit dem Koranga. Ich habe die Heilkräuter für Iberion. Ich höre nicht mehr, was Gut du machst. gemacht. Als du unterwegs warst, ist Iberion kurzzeitig erwacht. Hat er was gesagt? Ja, er sagte, dass der Schläfer nicht der ist, für den wir ihn halten. Ich glaube kaum. Wir dürfen nicht weiter versuchen, ihn zu erwecken. Jetzt können wir nur noch hoffen, dass es noch nicht zu spät für Iberion ist. Es bleibt zu hoffen, ja. Aber ich fürchte, er ist tot. Iberion ist tot. Unser geistiger Anführer ist von uns gegangen.
Selbst deine schnelle Hilfe konnte seinen Tod nicht mehr verhindern. Was jetzt, Koangar? Ich habe Iberion immer vertraut. Kurz bevor er starb, legte er all seine Hoffnungen in den Ausbruchsplan der Wassermagier. Dann sollten wir die Wassermagier bei ihrem Vorhaben unterstützen. Sie werden den Fokus und den Almanach benötigen. Beides befindet sich noch in Kor Kaloms Besitz. Wo ist Kor Kalom? Er ist mit einigen Templern völlig zornerfüllt aufgebrochen, um einen eigenen Weg zum Schläfer zu finden. Verdammt, wie sollen wir jetzt an den Fokus kommen? Ich schätze, er ließ Buch und Fokus in seinem Labor zurück. Hier ist der Schlüssel für seine Truhe. Vielen Dank. Einen Moment noch. Ja? Nimm diese Zauberrune als Zeichen unseres Dankes für deine großen Taten. Damit kannst du dich jederzeit schnell und bequem auf unseren Tempelvorplatz teleportieren. Ich danke dir. Na, das ist echt extrem hilfreich. Also so tot sieht der Iberion nicht aus, da er noch so sich bewegt. Aber na gut. Wenn der Koangar sagt, dass er tot ist, dann wollen wir das einfach mal glauben. Genau, und weil der Kor Kalom jetzt wutentbrannt gegangen ist, um den Schläfer zu erwecken, und der Iberion eigentlich sagt, dass wir das am besten nicht mehr tun sollen, und und außerdem der Koangar oder der Balukor, der hat uns ja angegriffen im Auftrag vom Schläfer sozusagen. So hat er es zumindest gesagt. Da liegt dann jetzt irgendwie nahe, dass der Schläfer nicht der, eben wirklich nicht der ist, der für den er sich ausgibt. Und dass wir ihn dann doch lieber nicht erwecken sollen. Also sollten wir oder werden wir bestimmt nochmal den Kor Kalom aufhalten müssen. So, aber jetzt haben wir Almanach und den Fokus. Damit laufen wir dann jetzt aber wirklich zum neuen Lager, für das wir leider noch keinen Fokus, keinen Teleporter haben. Aber zumindest haben wir jetzt einen für das Sektenlager. Was natürlich schon mal ein großer Vorteil ist. Nur leider können wir zum Sektenlager und uns nicht vom Sektenlager entfernen. Das ist natürlich blöd. Weil das Sektenlager ist halt irgendwie so, naja, irgendwo im Nirgendwo. Ganz am Ende der Karte. So ein Teleporter zum neuen Lager wäre viel besser geeignet für den Anfang, weil es einfach viel zentraler liegt. Aber das lässt sich nicht ändern. So, aber sonst genau haben wir jetzt nur noch die Aufgabe des Ausbruchs. Genau, der Anführer ist tot und möge in Frieden ruhen. Und die letzten Hoffnungen setzt er auf das Entkommen. Die letzten Hoffnungen auf ein Entkommen setzt er auf die Wassermagier. Genau, ich gehe ins neue Lager, um den Ausbruchsplan der Wassermagier zu unterstützen. Und ich hasse, genau. Okay, dann laufen wir mal weiter. Und lauschen ein bisschen den Klängen von Gothic. Ich werde in der Zeit einfach ein bisschen schweigen.
So, immerhin sind wir jetzt schon mal beim Kavaloren. Dann ist es ja kein so weiter Weg mehr. Aber es scheint auch gleich Nacht zu werden. Nö, es ist gerade 12 Uhr mittags. Na gut. Es macht nur den Eindruck. Aber offenbar irre ich mich. Ja, der Weg hier gerade vor uns, der müsste eigentlich zur neuen Mine oder zur freien Mine führen. Ja, aber das bringt uns jetzt nicht weiter. Und ich glaube, auf dem Weg ist sonst auch nichts weiter zu holen. Deswegen lassen wir den einfach mal links liegen und begeben uns. Weiß nicht. Wahrscheinlich gucken wir erstmal bei Kronos vorbei, was er dazu zu sagen hat, und dann gehen wir zum Lee. Oh. Oder wir sprechen mit Gorn. Ha, du bist es. Mein Freund Lester aus dem Sumpflager hat mir erzählt, was du dort alles vollbracht hast. Für jemanden, der noch nicht so lange hier ist, hast du es schon weit gebracht. Es hat oft nicht viel gefehlt und ich wäre als Futter für die Würmer geendet. Ja, stimmt. Ich habe eine wichtige Botschaft für die Wassermagier. Dann sprich am besten gleich mit Saturas. Er ist der oberste Wassermagier und studiert den ganzen Tag irgendwelche Schriften. Aber egal, wie wichtig die Botschaft auch ist, die Wachen zur oberen Ebene werden dich nicht zu ihm durchlassen. Kannst du nicht ein gutes Wort für mich einlegen? Ich nicht. Aber Kronos, der Hüter des Erzes, kann dir vielleicht eine Erlaubnis erteilen. Okay. Wo finde ich diesen Hüter des Erzes? Wenn du von hier weitergehst, stößt du nach dem Damm auf die große Wohnhöhle. Kronos hält sich normalerweise am Gitter über dem großen Erzhaufen auf. Aber er ist ein wenig arrogant. Du wirst ihn überzeugen müssen, dass deine Botschaft wichtig ist. Bis später. Bis später, Gorn. Den Kronos, den kennen wir ja schon. Naja, und wichtige Botschaften haben wir ja auch, also... Ich meine... Der Iberion ist tot, der Korkalom läuft irgendwie so ein bisschen amok, wie es sich anfühlt. Der Schläfer ist scheinbar nicht so harmlos, da kann man ja scheinbar so ein paar... Hat man schon so ein paar Punkte, die da jetzt so ein bisschen dringlich erscheinen. Ich halte mich da lieber raus. So, was sagt denn der Kronos? Bleib doch stehen. Kronos, hier bist du. Red mit mir. Hallo. Hi. Ich habe wichtige Nachrichten für Saturas. Was könnte schon so wichtig sein, dass unser spiritueller Anführer seine wertvollen Studien dafür unterbrechen sollte? Korkalom hat mit ein paar fanatischen Templern die Bruderschaft verlassen. Er will unbedingt den Schläfer auf eigene Faust finden und ihn erwecken. Ich habe ihm noch nie getraut. Zweiter Guru hin oder her, er ist verblendet, hinterhältig und zu allem fähig. Sicher ist die Bruderschaft ohne ihn besser dran. Ich werde Saturas bei Gelegenheit davon berichten. Geh nun. Ich will jetzt nicht gehen. Hallo! Die haben mich auch erkannt. Die Gurus haben erkannt, dass sie einen üblen Erzdämonen anbeten. Sie halten ihren Schläfer... Jetzt plötzlich für einen Dämonen. Hört sich nach einer weiteren Verworrenheit der Bruderschaft an, aber sollten Sie recht haben,
könnten wir alle hier in der Kolonie in großer Gefahr sein. Das stimmt. Das musst du sofort Saturas berichten. Er muss entscheiden, was zu tun ist. Wo finde ich Saturas? Begib dich zur obersten Ebene. Sage den Wachen dort, du hast meine Erlaubnis zum Passieren. Die Parole lautet Tetriandoch. Saturas findest du beim großen Pentagramm. Er gibt sich dort fast den ganzen Tag seinen Studien über die Sprengung des großen Erzhaufens hin. Kann ich da mal vorbei? Hallo? Kann ich ja auch noch sagen? Nein. Ich möchte Schriften über Magie. Ich kann ja nicht sagen, dass Iberion tot ist. Scheint dich nicht so zu interessieren. Und neue Ringe oder so hast du auch nicht. Kann ich da mal vorbei? Du bist einfach keine Hilfe. Also auf... Na, vielleicht hat er... Verkauft mir der Lee jetzt schon meine schwere Rüstung? Das fände ich schon cool. Schauen wir mal. Quatsch wird viel. Also das passiert mir nicht. Ja, das war nicht besonders schlau. Ich glaube. Ach, nee, du bist Urik. Nein, mit dir will ich gar nicht reden. Ich weiß gar nicht, was du hier machst. Hallo. Hi. Ich will eine bessere Rüstung. Ich brauche eine bessere Rüstung. Hast du, krieg ich jetzt? Gib mir die Du bist noch nicht so... Okay. Dann halt nicht. Vielleicht, wenn ich, nachdem ich mit Saturas gesprochen habe, darf ich dann vielleicht... Schauen wir mal. Halt! Niemand darf ohne Parole passieren! Okay. Tetriandoch. Das da. Die Parole lautet Tetriandoch. Ah, das stimmt. Du kannst passieren. Vielen Dank. So, dann sprechen wir jetzt hier gar nicht groß mit den Leuten. Dann gehen direkt zum Saturas. Und was uns der Saturas erzählt, das schauen wir uns einfach in der nächsten Folge an. Macht's gut.